Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich glaube, wir werden hier auch Hardware und Unboxing alle den eben machen, weil das ist halt ein Smart Plug. Was wollen wir da großartig gucken? Ja, da sind zwei Smart Plugs drin in der Verpackung und das würde sich das Unboxing in Grenzen halten. Deswegen machen wir das jetzt einfach alles mal zusammen. Ich habe schon Handy auf einem hier. Das hat dann gleich testen können. Ich zoome euch mal noch ein Stück ran. Ich hatte ja schon mal von Technic welche. Die waren ein bisschen dunkel. Also die sind jetzt schön weiß. Ich kann jetzt gerade aber nur einen rausholen zum Testen. So seht ihr das. Da ist halt auch nichts weiter unten drin. Ist halt nur so. Und halt die Anleitung, die wir nicht brauchen, das ist kinderleicht. So. Die letzten, die ich hatte, die waren so gräulich. Die waren nicht gut, weil die Technic-App nicht funktioniert hat. Das soll jetzt hier alles besser geworden sein. Neue App und soll besser funktionieren. Ich bin mal gespannt. Hier oben steht Technic drauf. Die sind jetzt komplett weiß und nicht so Eierschalengrau. Irgendwie ganz komische Farbe hatten sie. Und sieht auch gut verarbeitet aus. Hinten haben wir die App für iOS und so als Strichcode drauf. Das finde ich gut. Also da können sich einige wirklich mal ein Beispiel dran nehmen. Auf das Gerät direkt der QR-Code für die passende App, dass man nicht suchen muss, welche App war dafür nochmal geeignet. Das finde ich gut. Dafür gibt es mir einen Daumen hoch. CE, Rohwitz, Made in China, Smart Plug Modell SP22, Wireless Typ, Wi-Fi 2,4 GHz, Input AC100-240V, maximal Last, also Load 3680W, 16 und dann Freizeichen 16A, EU Rep und dann halt steht halt hier noch ein Unternehmen in ach aus Essen sogar. Okay, also ein Unternehmen in Essen steht hier so ja dafür drin. Okay, das ist gut. Wir werden jetzt die mal testen, wie die sind. Ihr braucht dafür so. Die Smart Life App. Ach Mensch, nicht Tuya. Mensch, weg, 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 weg. Dies ist mit diesem blauen Häuschen hier. Ne? Müssen wir kurz warten, bis das eingepegelt ist. Da oben mit dem blauen Häuschen. Die müsst ihr öffnen. Und dann hier oben. Ganz oben in der Ecke habt ihr Pluszeichen. Und dann seid ihr auch schon als erstes bei Steckdosen drauf. Und da müsst ihr auswählen. Da habt ihr nämlich... Ich muss heller machen, sorry Leute, aber ich sehe sonst nichts. Steckdose BLE plus Wi-Fi, BLS Bluetooth brauchen wir nicht. Steckdose Wi-Fi, Steckdose Zigbee, Steckdose Bluetooth Wi-Fi nochmal. NB-LOT und Order. Ja. Wir nehmen einfach nur die mit Wi-Fi. So, ich kann euch die Daten, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil da steht schon mein Netz drauf. Ja, ich bin bei 2,4 GHz und ja, mein Name. So, jetzt müssen wir uns die Steckdose nehmen. Wir fragen uns als erstes, nämlich auch alles in Deutsch. Schalten Sie das Gerät ein. Nachdem es 10 Sekunden lang ausgeschaltet wurde. Keine Ahnung. So. Also hier oben blinkt es jetzt blau. Ich werde mal so machen, damit ihr das vielleicht so ein bisschen besser seht.
dass das da blau leuchtet, also blau blinkt. Weiter. Hier kommt jetzt Gerät zurücksetzen, brauchen wir nicht. Wir benutzen das erste Mal, Gerät benutzen, das erste Mal kommt das Special 3. Dann müssen wir unten anklicken, dass, also einen Haken drin machen, dass das Bluetooth, also dass die Leuchte blau leuchtet, sonst könnt ihr nicht bestätigen drücken. Weiter. So, und schon sind wir verbunden. Smart Socket 16A. Ich nenne das jetzt einfach mal Teststeckdose. Teststeckdose. Ich nehme das Teststeckdose 1. So, fertigstellen. So, und jetzt haben wir das Gerät nämlich drinne. Oh, und sogar ein Firmware-Update gleich gefunden. Wir haben Aktualisierung 1.2.1. Das ist das erste Mal, dass so eine Steckdose so bei mir geupdatet wird. Das Hauptmodul hat eine neue Version, also OTA. Und hier läuft es jetzt durch. Also das hatte ich noch nie, dass eine Steckdose. Ich habe so viele Steckdosen und irgendwie habe ich nie mitgekriegt, dass die hier updated werden. Kann auch sein, dass im Hintergrund alles passiert. So, Firmware-Aktualisierung. Aus, an, funktioniert sehr schnell. Also seht ihr hier unten, ich zoome euch mal ran, hier unten müsst ihr sehen, das rote Licht. Und hier habt ihr einen weißen Bildschirm, weil es an, aus, bei aus leuchtet gar nichts, an leuchtet rot. Und selbst wenn ich jetzt hier rauf drücke, seht ihr, dass es sich in der App hochautomatisch umschaltet. Um jetzt aber das auch über Alexa zu steuern, wie gesagt, es heißt Teststeckdose, gehen wir hier auf unsere Alexa-App. Wir gehen auf Geräte, gehen hier ganz nach rechts, alle Geräte plus neues Gerät hinzufügen. Steckdose. Und jetzt suchen wir hier ach da, Smart Life habe ich von da Bäume nicht gesehen. Starten. Im Gegensatz zu der Autosteckdose müsst ihr jetzt wirklich nur eine finden, weil es ja nur eine Steckdose, die man an- und ausschalten kann. Gleich fertig. So, um die 45 Sekunden dauert das bei Alexa immer. So, wir sind verbunden. Ein Gerät, Technik, Steckdose, gefunden, verbunden. So, Gerät entdecken, fügen Sie Gerät, Steckdose, eine Gruppe hinzu. Ich will jetzt keiner Gruppe hinzufügen. Und ich kann jetzt nämlich sagen, Teststeckdose an.
gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Steckdose. Test Steckdose an. Test Steckdose aus. Es funktioniert wunderbar. Wir haben jetzt hier in der App halt separat, können wir an- und ausschalten logischerweise. Wir haben hier Switch. Wir haben hier eine Zeitschaltuhr, wann sie an oder wann sie ausgehen soll, die App. Also die Steckdose, das wäre jetzt für Fischbesitzer interessant, wenn die Lampe halt zu einer bestimmten Uhrzeit angehen soll und zu einer bestimmten Uhrzeit ausgehen soll. Dann haben wir noch einen Timer, wie lange die an sein soll. Und dann haben wir noch Statistik. Da habe ich jetzt natürlich nichts drin, aber da könnt ihr dann euren Strom überwachen. Wie viel Strom da durchgeflossen ist, es wird für einen Tag angezeigt, für eine Woche, Monat und Jahr in der Regel. Also ich habe jetzt nur Juli jetzt hier drin und mit 0, ich habe ja kein Gerät angeschlossen. Und ja, viele fragen immer, das frisst doch auch aber Strom. Diese kleinen Steckdosen und wenn du sie steuerst und so, die fressen doch auch Strom. Die brauchen ja WLAN und alles, ja, aber nicht so viel, als wenn die ganzen Geräte oder die Geräte, die da dann angeschlossen sind, wirklich permanent am Strom wären, auch wenn sie aus sind am Strom wären, weil da zieht es halt das meiste. So. Können wir sie wieder wegpacken. Also allem muss ich sagen, im Gegensatz zu damals, eine deutliche Verbesserung. Es hat wirklich alles beim ersten Mal funktioniert. Optisch sehen sie auch schöner aus als diese Eierschalen, diese grauen, die ich damals hatte. Habe ich nichts zu beanstanden. Läuft, funktioniert. Mal gucken, wo sie rankommen. Ich muss sowieso meinen ganzen Energieplan hier nochmal neu umstellen und gucken, was ich machen kann. Eine Steckdosen komme ich nicht ran, dass ich da sowas machen kann, was schade ist. Aber naja. Okay, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Und wie gesagt, wenn ihr die Smart Life App nicht drauf habt, sondern, was weiß ich, Gosund oder ach, was gibt's da noch alles? Wartet mal. Tuya. Ich muss mal Licht anmachen hier. So. Tuya. Gosund. Bei Xiaomi ist auch mal Steckdosen drin. Muss man mal testen. Magic Home, Gosund, Miros glaube ich eher weniger, dass sie das haben. Und Elysion. Oder so heißt die Version. Und dann auch alles super geklappt. Also bin ich wirklich zufrieden. Also kein Vergleich zu vorher. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr euch die Steckdosenleisten gekauft habt und die mit irgendwelchen Apps getestet habt, Gosund, Miros, Tuya oder was es da alles noch gibt, da gibt es ja mehrere Versionen von, eigentlich hat fast jeder Hersteller seine eigene App gemacht und sind gleich aufgebaut. Also wenn ihr die testet, weil ihr die App jetzt, die Smart Life App nicht runterladen wollt und sagt, Mensch, ich mache das meine bestehende App mit drin, könnt ihr gerne mal testen, könnt mir gerne mal sagen, welche Apps bei euch da funktioniert haben für die und vielleicht auch welche Apps nicht funktioniert haben, dass dann einige Zuschauer vielleicht dann noch ein bisschen Überblick haben und sagen, ach, da steht ja meine App, dann brauche ich mir die neue nicht runterladen, da weiß ich, das funktioniert super. Ich kann einfach meine App nutzen und muss jetzt nicht die Smart Life App nutzen oder so, obwohl die Smart Life App sehr gut ist. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt den Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.